Hallo und herzlich willkommen zu Legend of Zelda, Twilight Princess, im letzten Part haben wir, also ist Epona weggenommen worden, weil wir es angeblich zu hart zu gemein zu ihr waren und sie nicht richtig behandelt haben. Jetzt müssen wir zur Quelle und uns Epona zurückholen. Ich hoffe, ihr hattet einen grünen Tag. Also ich wusste gar nicht, da... Aber sag mal, Colin. Michi, mir ist dir also immer noch lieber als ich, nach allem, was er dir angetan hat. Was habe ich gemacht? Da kannst du ruhig, Michi. Es ist glücklich, dass er keine schlimme Verletzung gekönnt, außer zusammenreißen. Nun, eins, Michi. Eins musst du mir versprechen. Und was? Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Ja. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Was passiert nun? Weißt du, wurde erschossen? Bam! Und ich bin bewusstlos. Ist sie jetzt tot? Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Und wer ist das? Sieht er mich nicht? Weil er einfach so dick ist, oder? Oder weil er so hoch auf dem Pferd oben sitzt? Was ist das? Ist das eine Art Portal? Was ist passiert? Und was ist das für eine Wand? Fragen über Fragen. Ja. Abenteuer vorbei. Nein, Spaß. Was sind das für Monster? Rief, was macht irgendwas mit uns? Und zwar sind wir jetzt ein Wolf. Mit einem Cryphos auf der Foto. Und wir werden von diesen komischen Viechern oder was auch immer es entführt. Und wer ist sie? Möchtest du speichern? Ja. Wir haben zwar gerade erst angefangen, aber ich würde gerne speichern, ja? Jetzt sind wir ein armer, angeketteter Wolf. Thank you.
bisschen hin und her, dass die Katze Zähne schneller kommt. Aber wer kommt hier? T, wer bist du? Hab dich. Oh, da kriegt man ja Angst. Yeah, aber obwohl, ob es wohl klug ist, so ein knurriges Gesicht zu machen? Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gern geholfen, wenn du ein braves Hündchen gewesen wärst. Hehe, gut so, Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so, hehehe. Na, bist ein braves Hündchen und jetzt sei schön ruhig. Überrascht. Aber wo sind wir hier nur hingekommen? Komm zu mir, dann kann ich es dir zeigen. Okay. So, und zwar muss ich nicht da durchkommen. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hündchen. Ich bin ein Wolf und kein Hund. Gefällt mir, ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schon brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage, klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du Z und ich gebe dir ein Zeichen. Schanden, was dann los? Ja, wow. Ich finde das so cool. So. Ich glaube, ich muss sogar. Was ist Z? So. Was ist das denn? Versuch doch einmal mit L zu drücken. Ja, ich schau grad, was L ist. Ich muss mich mal erst zurechtfinden. So. Da ist eine tote Seele. Ah, das ist ja. Hey, pass auf, ich zeig dir was Interessantes. Ein Tier wie du solltest mit dem Gespür X drücken und dann kannst du ihn sehen. Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt. Keinen Schritt weiter, stehen bleiben. Wir sind. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Da kommt sicher geradewegs aus der anderen Welt. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern, solltest du dein Gespür vielleicht verwenden. Vielleicht bist du hier was. So, ich muss auf jeden Fall mal darüber. Scheint sich noch nicht an deine Gestalt als wie das Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass dir mal was sagen, wenn du gegen Geisterkämpfer erinnerst. Dich an das, was das Mensch kann. Dein Instinkt bleibt gleich. Auch wenn dein Gestalt sich etwas verändert hat. Was ist jetzt da? Wow. So, da kann ich noch nicht hin. Ich muss mich an die Kämpferei noch ein bisschen gewöhnen, als Wolf. So. Erst, ich bin richtig schlecht in der Spiel. Kann ich noch anders irgendwie angreifen? So. Ist da jetzt irgendwas? Ja, da geht's weiter. Also, da komme ich aber nicht durch. Alles klar.
das? Ich muss. Ah, da ist noch sowas. Ah, da kann ich jetzt drüber schwimmen. Alles klar. Ja, ich mag das jetzt. Voll auf dumme, dumme. Mal ein bisschen mit denen reden. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus, ich muss hier raus. So, da drin ist irgendwas. Kann ich auch eine Runde gehen? Da ist eine Kiste. Kann halt nicht. Dann muss ich darüber wahrscheinlich. Komm schon hierher. Warte gerne, aber du musst meiner Seite kommen. Muss ich schon selbst schaffen. Und dann muss ich das Wasser ablassen irgendwo. Da drüben wahrscheinlich nicht. Da kann ich wahrscheinlich das Wasser ablassen. Nervigen Flieger, das ist schon nervig. Ich finde das echt ein cooles Spiel. Max Twilight Princess. Hey, manchmal finden Umwege eben auch zum Ziel. Übrigens, kämpfst du auch immer dein Gespür mit X-Scheißengeister? Ja, ausschließlich Salaten. Sag mal, was meinst du? Du willst hin. Du willst doch hier raus, oder? Also gut, guck mal. Naja. Ich weiß nicht, wo wir sind. Also ich weiß schon, aber ich werde es nicht sagen. Oh Mann, was sollte das denn werden? Ja, ich habe was zu rüberspringen. Sag mal, ich sag dir, wo du Halt findest. Nimm mich mit L ins Visier und ver. So, zack, so. Also, ich vergesse immer, was Z ist. So, lass mich mal umschauen. Das bringt mich nur da runter. Ja gut, lassen wir mal die Feinde Feinde sein. So, dann komme ich da rüber. Ja, es ist ja eh nicht so schwer. So, den muss ich jetzt besiegen. Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir sind. Hey. Na, wenn wir erst nach oben kommen, wirst du es schon merken. Ja, woher soll ich denn das wissen eigentlich? Wo sind wir denn? Wo befinden wir uns? Ist das Schloss Hyrule? Ja. Ich glaube, es ist Schloss Hyrule, ne? Endlich da!
schlafen, und? Kinder, wie schön heute Abend die schwarzen Wolken über den Schattenreich liegen. Und weißt du jetzt, wo wir sind? Da hast du es immer noch nicht gemerkt. Es gibt da jemanden, der dich kennenlernen will. Das kann man jetzt ein bisschen tun. Alles klar. Und wer wird das wohl sein? Es gibt nur einer, der was uns sehen will. Hey, lass mich doch auf. Was hier auf dem Geist? Du hast es wohl nicht gemerkt, bevor wir hergekommen sind. Allerdings, die schwarzen Monster, aber dich können sie nicht sehen. Du denkst, ich lüge? Was haben wir dann gespürt? Nein, das ist... Ich weiß es ja eh schon. Schieben. Ach. Ich muss erst rausfinden, wo... Rüber. Da hinten komme ich noch nicht weiter. Gegen die Magie kann ich nicht kämpfen, weil... Gegen die werden wir eh oft genug noch kämpfen. Warum passiert so ein billiger Tod? Noch einmal? Nein. Fange ich ihn jetzt an? So, ja, so Brücke. So dumm. So ein dummer Tod. So. Dann erst, wenn man das zweite Mal herkommt, dann... Au! Ich hasse diese Feinde. Alter, lass mich da einfach durch! Hallo! Jetzt lass mich da durch! Ich mag nicht runterfliegen, danke. Yep. Alter. Fast der zweite billige Tod. So. Natürlich zuerst einmal hinauf. Und wer ist es? Erinnert euch also an mich? Nach dieser Kreatur habt ihr also gesucht? Es sah etwas seltsam aus, aber so spielt wohl das Leben. Du warst gefangen, nicht wahr? Verzeih mir. Da wo unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was hier eigentlich passiert. Wollt ihr nicht sagen, was ihr angestellt habt? Ich glaube, das hat er sich edlich verdient, meine Fürstin, Fürstin der Schatten. Also gut, hör mir zu. Du befindest dich im Königreich Hyrule. In eben jenem Königreich, den einst mal die Kräfte der Götter innegewohnt wohnte.
Aber dieses Hyrule wurde von einem König überfallen, der über die Schatten herrscht. Und in einen Ort des ewigen Nämlichs verwandelt, dessen Himmel von düsteren Wolken verhängt ist. Oder verhangen ist. Verhängt. Ich hab nichts mehr sagen. Trefft eure Wahl, Kapitulation oder Tod. Wählt, ob das Volk von Hyrule leben oder sterben. Finsternis hüllt Hyrule ein und ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespensterhafte Wesen. Aber sie selbst sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Stattdessen leben sie nur noch in Furcht vor den Dämonen der Finsternis. Und ich bin die Herrscherin dieses Reiches, Prinzessin Zelda. Zelda, sagte ich schon, du machst doch nicht so ein trauriges Gesicht. Uns ermöglicht dieser Ort ein angenehmes Leben und schließlich ist die Welt des Lichts doch nur in ein Schattenreich verwandelt worden. Bitte, diese Wesen der Finsternis versuchen, euer habhaft zu werden. Sag mir warum. Tja, warum wohl? Bald werden die Wachen hier sein. Viel besser, solange ihr noch könnt. Na gut, dann gehen wir. Oh, und rennen gegen die Wand. Verdammt, das sind schon. Was für aufdringliche Typen. Okay, und? Weißt du jetzt, wo wir sind? Ja.
Ich hab's dir ja versprochen, also bin ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Ich frage mich nur, ob du wirklich schon nach Hause willst. Wenn es nicht sein, dass du irgendwas Wichtiges vergessen hast. Hehe, willst du sie retten? Könnt ihr dir dabei helfen? Allerdings, wirst du dafür als mein Diener alles tun, was ich dir sage. Nun denke in Ruhe darüber nach. Naja, wir müssen es wohl noch tun, sonst... So, eine Kleinigkeit hätte ich fast vergessen. Um den Schattenreich zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Wesens der Finsternis. Woran mag das wohl liegen? Man sieht sich. Naja, dann auf ins Reich der Finsternis. Und? Was willst du das machen? Achso, jetzt war ich wieder weg. Das muss ich dir noch sagen. Es bringt nichts, wenn du dir versuchst, den Helden zu spüren. Jenseits der Brücke beginnt bereits das Schattenreich. Und du kommst nur hinein, wenn dein Wesen der Finsternis dich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um das Schattenreich zu befreien. Wenn du da fein, dass er helfen willst. Dann tust du besser, was ich dir sage, verstanden? Ob wir erfolgreich sind, hängt ganz allein von dir. Davon ab, ob du brav bist. Und? Denk nicht, dass ein paar nette Worte ausreichen, um mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, das zu mir passt. Weißt du auch, was das heißt? Was willst du tun, wenn wir hier reden? Reise des Schattenparks. Also los, wir haben wirklich keine Chance. Gut. Auf ins Dorf für ein Schwert und Schild. Warte! Ich weiß zwar nicht, was du hier willst, aber wenn du ins Dorf gehst, pass gut auf dich auf. Diese Wesen waren hier. Sie haben den Wald und das Dorf völlig verwüstet. Sie haben auch die Kinder aus dem Dorf entführt. Aber du bist anders als die. Du bist nicht böse, oder? Du bist genau wie die Bäume im Wald von Ordon. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns gegeneinander. Du bist also nicht allein. Nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Vergebt euren Vater diesen Töchen, trauge nix. Kann ich mal Schild holen? Ich glaub nicht. Ich glaube, ich muss es. Ich bin so schlecht als Wolf. Ach, du meinst ein Schild. Aber das ist so, du weißt schon. Das Schild ist doch noch bei dir zu Hause, oder? Ja, klar. Du musst irgendwo in der obersten Abstellkammer sein. Na dann, dann geh und bring ihn her. Wo ist er verletzt? Also werde ich mir auf der Suche nach den Kindern machen. Haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte, oder? Aufhört, hast du doch keine Chance. Keine Sorge, das Schwert, das wir der Königin-Familie als Geschenk überbringen wollten, ist noch im Mooshaus. Na gut, wenn du das sagst, boah, also gut. Nur ich jetzt. Ein Monster, nichts weg. Yeah.
Na, wenn das mal nicht interessant ist. Hey, was für eine Bande von Schwachkopf. Also. Welchen Weg sollen wir nehmen? Ein Monster! Da muss ich aufpassen. Oh. Also gut, von hier aus kletterst du am besten auf das Dach rüber. So, und hinein! Ich brauche auf jeden Fall Energie. Okay, da ist einer. Mit deinem Schild? Sieht irgendwie billig aus. Also gut, dann ist das Schild. Wie komme ich da raus? Ups. Ja. Ich will nur wissen, wie ich da rauskomme. Also da. Ups. Hab ich nicht gesehen. Gibt es etwas, sind etwa die Kinder zurückgekommen? Nochmal draußen, lieber rein ins Haus. Das Schwert über den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa, wenn der Bürgermeister es holen kommt, gibt es ihn. Oh, du bist verletzt. Liegt irgendwo da. Da ist das Schwert. Wunderbar, damit sind unsere Waffen komplett. Händelt ihr möglichst auch. So, damit händelt unser ganz Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die Faszinierwelt. Wo geht's schon raus? Da, oder? Man könnte mit den Hühnern und so reden. Ich gebe mal einen Tipp. Ja, ich mag das. Viel wirklich sehr. So viel haben wir gar nicht erreicht in dem Ort, muss ich sagen. Mag ihn aber auch nicht so lange halten. Warte, komm zu meiner Quelle. Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft, komm zu dir. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Das machen wir noch und dann wenden wir den Port. Ich vergiss immer. Mhm.
Ja, tot. Tapfer Jüngling. Ich bin Latorn, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Götter Hyrule mit Licht erfüllen. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben unser Lichtgeist und unsere Kraft. Schon ist alles Licht von Hyrule gewichen, da es von den Kreaturen der Dunkelheit geraubt wurde. Die Gebiete, welche die Ahnen Lichtgeister schützen, haben sich in Schattenwelt verwandeln von Düsternis geblaut. Wenn niemand dieser Wesen auffällt, wird bald nicht von Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von den Schatten umhüllt sein. Finsternis zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die im Schattenreich gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal im Schattenreich war, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Firoe begibst, und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Okay, ich bin nicht mit dir rein. Gut, dann würde ich aber sagen, wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part von Zelda Princess. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen oben lassen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und